So. An dieser Szene habe ich mir die Zähne ausgebissen. Nein! Gut, wir schauen uns das nochmal an und schönen guten Tag. Jetzt brauche ich auch keine Beerdigung mehr. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Was war das denn? Ich weiß, ich müsste da wahrscheinlich die Leiter hoch. Ich bin trotzdem sehr... Hier ist nichts mehr. Klingt nur absolut furchtbar angsteinflößend, total nervig und ich will hier schnellstmöglich weg. Aber sonst ist nichts los. So, hänge ich hier in so einer total alten, gammeligen Leiter. Die ist zum Glück. Na, die hält aber. Immerhin. Jetzt muss ich da zu dieser Geräuschkulisse und ich will überhaupt nicht. Und das ist eine riesen... keine Ahnung. Ich komme dann natürlich auch nicht mehr hoch. Ich wette, die sticht mich. Mein Gedankengang ist natürlich, dass die wieder nach vorne zu diesem Haufen geht. Ich bleibe ganz ruhig und hüpfe auf den Rücken, aber irgendwie ist dem nicht so. Gut. Ich würde zwar nie im Leben auf die Idee kommen, so einem Vieh auf den Rücken zu hüpfen, aber Limbo macht das. Weil er verdammt nochmal cooler ist als ich. Ich muss mal eben kurz abchecken, bis wohin muss ich nur gehen. Ist da wahrscheinlich, ne? Bah, ekelhaft irgendwie. Also, ich bin kein Freund von Mücken und alles, was da im ähnlichen Frequenzbereich mitschwingt. Widerlich. Gut, aber ich kann unten lang. Schon mal gut. Das jetzt hier für ein... Kann ich irgendwas umschalten?
Sehr gut. Jetzt habe ich einen uralten, völlig abgenutzten Reifen, der mir aber mit Sicherheit noch einen guten Dienst erweisen kann. Und selbstverständlich rollt er da auch noch runter. Das heißt, kann ich denn hier auch den? Kann ich denn hier? Nein, kann ich nicht. Gut. Ach, ist das schön. Heißt, was muss ich jetzt überhaupt machen? Ach, der rollt hin und her. Aha. Gut. Ich verstehe. Gott, wird das ein Riesenpokal, ey. Eilen und jam rüber, Junge. Ja. Natürlich komme ich nicht hinterher. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Ich meine, der Kunde tut mir ja auch schon fast leid hier. Der Kleine. Vermutung, er hat sich da selber reinmanövriert. Abgelenkt.
Hoch, da muss was draufstehen. Definitiv muss auch was draufbleiben. Ja, alles klar. Darum ist auch die Leiter hier, damit ich da wieder hochkomme. Das macht auch Sinn. Kann ich nämlich zurück. So. Den kann ich, da kann ich nichts mehr machen. Und hier ist nämlich noch der andere. Aha. Will nicht. Ah ja. So funktioniert. So funktioniert. Sehr schön. Nun haben wir es aber. Was haben wir jetzt hier schon wieder für ein Spezialkram? Oh, die Kette. Das ist noch eine sinnvolle Lösung. Wir müssen ein bisschen die Kette hin und her schwingen. Nein. Zu langsam. Sagen wir mal so mit O. Werde jetzt schwingen wie ein Weltmeister. Ich hüpfe weg. Ich renne zu ihm hin. Ich springe wieder. Komm schon. Ha. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ne? Da verlangen die einem echt alles ab. Da hat man echt nicht viel Spielraum.
so, du mich auch. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich komme an die Leiter ran wahrscheinlich. Und es gibt ein wohliges Gewärme. Ich hab's versaut. Ein wohliges Gefühl der Wärme, wollte ich sagen. Oder ein wärmendes Gefühl der Wohligkeit? Ne, das passt doch nicht. Hey, was ist denn jetzt los? Na gut, das habe ich verbockt. Ja! Gut. Oh. Sehr knapp hier. Ach, das ist unter... Nein, ich war zu schnell. Komm schon. Hey, aber sehr professionell hier gerade, oder? Nein! Dieses Spiel macht mich verdammt schweigsam. Liebe ist, wenn man auch mal gemeinsam schweigen kann. Bei diesem Spiel finde ich aber keine Liebe. So. Ey, ganz ehrlich, das ist mit eines der schwersten Spiele, was ich gespielt habe. Das kann doch nicht wahr sein, oder was? Was haben die Programmierer sich dabei gedacht? Wir entwickeln ein Spiel mit möglichst vielen Fallen, wo man gefühlt jede 2-3 Minuten sterben kann.
Und für so Tastenlegastheniker, so wie ich es bin, machen wir es auf eine Minute. Jede Minute ein. Und ich muss ehrlich sagen, das ist nicht ganz meins, weil ich finde die Präzision irgendwie, die Steuerung finde ich nicht optimal. Und trotzdem, wenn man es schafft, freut man sich. Wenigstens bekomme ich jetzt ein bisschen Musik hier. Wer macht hier den Skateboard-Driver? Guck mal, man hat das gerade geschafft. Ja, man hat sich echt abgerackert. Und schon sieht das so aus, als wenn hier gleich die nächste Baustelle ist. Ja, eine Kugel. Soll ich jetzt hier rauf oder was? Ich habe so das Gefühl, dass auch das falsch ist. Wow! Ja, das meine ich, ey. Man hat nicht mal... Frustverein! Das kann man ja auch nicht ahnen, dass man jetzt hier stehen muss, während man weiß, irgendwie da im Hintergrund ist eine Kugel. Ich dachte jetzt, dass ich mit dem Kasten... Ach, ich muss über... Muss ich über die Kugel hüpfen, ne? Ich muss über die Kugel hüpfen. Eine mega ätzende Steuerung. Was muss ich jetzt machen? Aha. Also doch ganz einfach. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das soll mich jetzt erfreuen, ein Schmetterling oder was? Ist das jetzt hier mein Bonus oder was? Ich habe nichts zu essen und nichts zu trinken, ey. Immer noch nicht. Oh, was ist das für eine heiße Lady? Ja, natürlich. Das ist wieder die alte Leier. Auch da unten wieder rein. Ja, sehr schön. Und wir machen es nochmal, weil es so viel Spaß macht. Und ich muss jetzt hier extrem langsam. Ja, so, guck mal. Dü-dü-dü, macht dann nichts. Jetzt machen wir es hier nochmal und ich versuche again. Aha. Da kommt dann diese Funzel-Geschichte. Und vielleicht war das jetzt auch falsch. Nee, war nicht falsch. Zeitintervall passt. Und wir gehen die ganze Strecke nochmal zurück. Und was sehen wir hier? Irgendein Förderband. Und ja, natürlich. Da dampft es irgendwie und
falsch? Ja, weil ich zur Leiter rüberhüpfen muss. Vermute ich mal fast, oder? Da sind ja die komischen Viecher rechts. Och Mann. So. Ja, zu spät. Zurück! Ich kann natürlich nicht zurück, weil das nicht so vorgesehen ist von dem Spiel. Ich soll immer meines Weges gehen, egal was kommt. Und ich kann gar nicht nach links. Ich muss. Aha, ich muss einen Augenblick verweilen, oder wie? Ich kann nicht nach links. Keine Chance. Gibt's doch gar nicht. Ich muss nach rechts, weil ich doch nach links nichts sehe. Also, keine Chance. Er geht auch einfach stumpf weiter. Ich kann... Ich hatte jetzt gedacht, dass ich das abpassen muss irgendwie, dass ich so einen Zeitpuffer habe oben rechts, da in dieser Lücke, dass er gerade so hochkraxelt, dass wenn das Ding runterfährt, ich schon Zeit habe, mich zu bewegen, aber anscheinend... Also gefühlt in diesem Spiel habe ich 20 Minuten Zeit völlig sinnlos verballert. Und das zögere ich hinaus mit Ja, schieb den Kolben nach rechts. So, einen Versuch noch muss ich nachgucken. Ist das... Runter? Nein, muss ich doch nicht runter, oder? Nein. Der Kolben dampft. Ich muss nachgucken. Ja. Es kann so unglaublich einfach sein. Und das ist sehr gut, wenn man sich seit anderthalb Stunden noch nicht mit der Spielemechanik vertraut gemacht hat, denn siehe da, so einfach kann es gehen. Überhaupt nichts los. Ich bin wieder bester Laune. Ich muss aber trotzdem zu meiner Verteidigung sagen, euer Ehren, ich finde die Steuerung nicht gut gemacht. Ich finde die sehr ungenau. Also entweder liegt das tatsächlich in meinem Pad oder... Mit Tastatur wäre das einfacher, ich weiß es nicht.
hat damit jetzt aber nichts zu tun, dass ich das eben auch trotz Hüpfen und Springen verbockt habe. Oh. Aber dafür ist das Internet ja total toll, dass man ein paar Komplettlösungen kriegt. Wer also geglaubt hat, dass er dieses Spiel in einer perfekten, todlosen Atmosphäre anschauen konnte, der sei hier mit eines Besseren belehrt. So, und im selber Zuhören bin ich wohl anscheinend auch ganz groß. Also ich bin ganz ehrlich, vielleicht in diesem Spiel stelle ich mich nicht besonders gut an, aber hätte ich mit Limbo angefangen, auf diese Art und Weise zu spielen, hätte ich Inside nicht angedattelt. Inside ist ja wohl um Welten besser. Von der Spielemechanik, von der Inszenierung an sich und von der Qualität der Rätsel. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige mit der Meinung. Leuchtet. Was hab ich jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, ich kam nicht mehr zurück oder was? Doch hier rauf. Für mein Verständnis. Nicht hoch. Nein, komm nicht. Okay.
zerquetscht hier von dem Wagen oder was? Können jetzt hier den ganz großen Max machen, wenn ich mir diese tolle Komplettlösung angucke. Das mache ich aber nicht. Weil in mir dann doch irgendwie das Gefühl, dass ich hier einfach alleine bin. Sinnlos irgendwie, was ich hier mache. Was muss ich hier machen? Also habt ihr das Video schon gesehen von Sebastian? Hä? Wer ist das denn? Das ist der schlechteste Limbo-Spieler aller Zeiten. Das finde ich schon wieder fast lustig. Ich check diese Spielemechanik nicht. Das ist doch nicht normal. Das kann doch nicht so kompliziert sein. Da ist ein Hebel und der erzeugt... Das Teil fällt hier hoch, was auch immer das ist. Ich habe ja gehofft, dass ich da oben irgendwie rankomme, aber ich komme da oben nicht ran. Diese nach oben Springtaste drückt, passiert hier nichts. So, den kann ich hin und her rollen lassen. Habe ich hier so einen komischen Wagen? Da oben ist ein Schalter, da komme ich nicht ran. Wie komme ich da ran? Wenn ich darauf hüpfe, geht das Licht an. Ja, da habe ich mich aber wieder selber gerade gekillt. Kette hier auf sich.
mich um Stunden handeln. Nee, ich komme da oben nicht dran. Das Ding fährt runter. Nee, das Ding fährt... Ach. Ach, das tut weh, das tut weh. Das sind interessante Aspekte meines Gehirns. Sowas, sowas, ey. Da. Genau. Gut, ich verstehe. Jetzt muss man das dann auch genauso abpassen. Ihr Programmierer, ihr habt doch echt, ihr habt doch eine nach Pfanne, habt ihr doch ganz ernsthaft oder was? Mensch. Wie mache ich denn das am besten hier? Also das ist der einzige Lösungsansatz, den ich hier habe. Und wenn er kommt, Bock, ey. Dann guck wieder nach. Und alle. Hopp. So, ja. Wahrscheinlich war ich wieder mal zu spät und er pendelt auch nicht hin und her. Was ist das für eine Gülle? Ich halte mich an solchen Dingern auf. Das sieht aus wie links oben da, als wenn ich da die Kette ran baumeln kann. Ja, also dieses komische Metallstück da an der Kante. Ich spring jetzt trotzdem, ist mir egal. Im Grunde ist es ganz einfach. Jetzt kommt das Ding hier rüber. Kurz vorher mache ich ihn an. Dann springe ich zurück. Dann springe ich an die Kante ran. Ah, fertig. Dann habe ich den Hebel. Dann springe ich an den Hebel ran. Rupper! Der geht dann an und ich falle runter, weil ich natürlich da den Wagen platzieren muss. So, und damit ich das Ganze jetzt noch zum 420.17.13.000. Mal machen darf, hüpfen wir jetzt hier nochmal hoch. Nimm diesen tollen Wagen, der mit seinem super geilen Licht mich megamäßig ablenken soll, was wahrscheinlich gleich eine Funktion hat, damit ich im Dunkeln sehen kann, obwohl ich überhaupt nichts sehen will, weil ich hier raus will auf diesem Saftladen. Tüdelüt. Nochmal das Wägelchen an. Geh rauf. Ach, weißt du was? Nochmal einen hinterher hier. Komm, so. Ja. Jumpen hier rüber. Warten. Bis dieses nette Podestlein auf dem Wägelchen ankommt. Hochfährt. Ich den passenden Moment wieder abwarte. Ranspringen und es schaffe. Man hat schon fast die Vermutung, dass der Wagen zu weit links ist. Au, 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 au. Ich bin nach diesem Spiel reif für Yoga, für Pilates, für Qigong und wie sie alle heißen. Ich muss mit Meditation anfangen, um all die Wut, die natürlich überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat, ist ja immer in einem selber, die gerade in mir schlummert, loszuwerden. Um meine emotionalen Blockaden ohne Wenn und Aber nicht an den Mitmenschen auszulassen oder der Umwelt, um ganz alleine
mit mir. In Frieden, Liebe und Harmonie. Total simpel. Gott, war in Zeit entspannt. Wer denkt sich sowas aus? Wer zum Geier? Was hat der Programmierer eingenommen? Um permanent, ja? Ja, hat er sich gedacht, okay, pass auf, grafisch, ne, da kann ich nicht punkten. Dann mache ich das so kompliziert und schwierig, wie es nur geht. Und ich gebe den ungefähr allen eine Reaktionszeit von 5 Millisekunden. Was? Es ist so unfassbar toll. Es macht mir so viel Spaß. Das ralle ich aber jetzt nicht. Er wird doch immer schneller. Unglaublich, ey. Es ist wirklich unglaublich. Es ist mit. Also für mich ist mit Abstand eines der schwierigsten Spiele überhaupt. Das kann doch nicht sein. Diese Sekunde fehlt mir. Sebastian, bleib in deiner Kraft, bleib in deiner Ruhe. Wende alles an, was du je gelernt hast in deinem Leben. Und natürlich. Es geht gleich weiter. Und auch klar. Der Programmierer hat sich gesagt, wenn er erstmal in der Falle drin ist, da kommt er nicht mehr raus.
hat sich gesagt, wenn die Jungs immer so schnell vorlaufen. Oh, das war jetzt gerade Zufall. Ich bleib da ja hängen. Und ich fall auch runter. Da fällt er jetzt runter. Also im Runterfallen, das ist ein ganz großer. Und dann hat der Programmierer sich auch gedacht, weißt du was, wenn ich schon richtig rumnerven, richtig rumstresse, dann keine Chance mehr. Gut. Dann mache ich auch gleich noch extrem krasse Musik. Baue auch noch teilweise so eine Optik ein, dass man überhaupt nichts sieht. Weil die Menschen wollen ja gefordert werden. Oh. Ist da jetzt Elektrik oder ist da nicht Elektrik? Ey, das ist doch zum Häuschen, ey. Ich habe wirklich gedacht, ich kann hier eine schöne Stimmung verbreiten. Ich leite das Wochenende ganz entspannt und ruhig ein. Und habe nicht gedacht, dass das Spiel dermaßen herausfordernd ist für mich. Aber jetzt habe ich es verstanden. Kein Problem. Obwohl die Musik ist wieder sehr schön. Die holt einen wieder so ein bisschen runter. Hat er mitgedacht. Wahrscheinlich, wenn ich da reinhüpfe. Ich mach's einfach mal. Okay. Bin ich doch richtig, oder? Wirklich schöne Musik, gefällt mir richtig gut gerade. Oh. Ach, diese Spiellogik, die ist für mich sowas von.
mich wahrscheinlich zerstören. Oder? Guck mal, die qualmen schon. Ha! Ist das nicht schön, wenn man mal... Wer auch immer in seinem Leben gemeint hat, dass er so etwas installieren muss, muss ich nicht wundern, dass so ein kleiner, kniffliger, schwarzer Junge, obwohl ich weiß gar nicht, das ist ein Junge, glaube ich, ja, mit weißen Augen, dermaßen viel Potenzial hat. Mein Kopf ist natürlich jetzt gleich wieder, dass ich Stromschläge kriege. Oben ist eine Leiter und ein Gang. Wäre für mich nur so nachvollziehbar, dass ich den... Wieso wird der andere denn weggezogen? Und die Musik ist verschwunden. Ach, beide oder was? So, dann läuft der Timer ab. Und trotzdem läuft er ab. Gut. Der muss ja möglichst weit nach oben. Ich vermute mal, den muss ich an der Schrägen dann aufhalten. Ab wo wird der denn hier nicht hochgezogen? Das muss ich jetzt rausfinden, oder was? Da. Okay. Oben komme ich nicht hin, keine Chance.
frage mich mal, bin ich so auf dem Holzweg oder was? Gehört das dazu, dass man hier so stundenlang rumknobelt? Werden beide mitgezogen, ist klar. Es soll aber nur einer mitgezogen werden. Und ich denke doch, dass der andere dann schnell hingeschoben werden muss. Alles klar, ich brauche den hier oben. Ey, muss man da so schnell reagieren? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, oder was? Das kann doch nicht sein. Und ich bleibe natürlich unten. Oh, ist klar.